Einen wunderschönen guten Tag darf ich wünschen, liebe Zuschauer. Ich befinde mich heute im Bex Design Plus Hotel in Las Palmas auf Gran Canaria. Ich bin Leander. Normalerweise stehe ich hinter der Kamera. Heute habe ich mal die ehrenvolle Aufgabe, mich vor der Kamera zu zeigen und Ihnen dieses Hotel. Wir starten gleich den Rundgang mit Urlaubschecker ferngesteuert. Ich freue mich drauf. Ja, das hier, 12. Stock, die Dachterrasse. Praktisch das Herzstück des Hotels. Super geiler Ausblick. 12. Stock und ein richtig geiles Wetter heute. Leichte Brise am Strand und auch hier oben auf der Terrasse. Das macht es ein bisschen leichter in der Hitze. Gute 27 Grad haben wir jetzt. Und ich glaube, es wird noch heißer. So, ich drehe mal die Kamera und starte den Rundgang. Also, hier nochmal der Ausblick von der Terrasse. Das ist doch was. Das bekommt man hier von den anderen Hotels sonst nicht. So, genauso wie diese Dachterrasse hier, die ich sehr gerne mag. Ich habe hier gestern Abend schon gesessen und Bier getrunken. Zum Sonnenuntergang ist das auch der absolute Hammer, kann ich versprechen. Richtig gute Lichtstimmung, das Bier schmeckt da gleich noch besser. Hier kann man sich richtig gemütlich hinsetzen, abends, tagsüber. Hochwertige Möbel, richtig bequem, kann ich versprechen. Hier auf der linken Seite befindet sich die Bar. Aber keine Sorge, das ist nicht Selbstbedienung, man wird hier mit bestem Service versorgt. Immer schnell und frisch und kalt ist das Bier. So, dann geht man hier einmal durch. Hier sind die Aufzüge, wo man nach oben kommt, das sehen wir gleich noch. Hier auf der anderen Seite gibt es dann nochmal, auch mit einem wundervollen Ausblick über Las Palmas. Und für die, die wirklich heiß in der Sonne brutzeln, die brauchen zwischendurch auch mal eine Abkühlung. Und dann gibt es diesen geilen kleinen Pool. Nicht allzu tief, aber für eine Erfrischung 1A. Den probiere ich nachher auch mal aus. Also ich finde super entspannt. Die meisten Leute sind jetzt gerade wohl am Strand. Der ist nämlich gar nicht weit. Gute 400 Meter. Und auch jetzt nicht irgendwie ein Kiesweg, sondern richtig schöne Gässchen mit vielen Cafés, Shoppingmöglichkeiten. Supermärkte gibt es, spanische Obstläden, alles was man will. Und die Lottoverkäufer sitzen auf der Straße. Also man kann wirklich was sehen auf dem Weg zum Strand. Und unten die Promenade ist auch der absolute Hammer. So viele Restaurants und Cafés an einer Reihe. Also wer da nichts findet, da weiß ich es auch nicht. Die Leute sitzen jetzt da unten und lassen es sich echt gut gehen. Das sehen wir aber nachher noch. Ich bin im späteren Verlauf des Tages nochmal am Strand mit der Kamera. Und dann sehen wir das. So, jetzt mal auf in den Aufzug. Als nächstes schlage ich vor, schauen wir uns im 2. Stock mal das Zimmer an. So, auf geht's. Vom 12. in den 2. Da ist unser Zimmer. Die Aufzüge super modern und auch wirklich schnell. Nur der rechte Aufzug fährt in den 12. zur Terrasse. Der linke fährt nur die Zimmer ab. Das sorgt dafür, dass alle, die auf die Terrasse wollen, auch wirklich schnell dorthin kommen. Das ist natürlich super bequem. Jetzt schauen wir mal, 7., 6., 5. Ja, was gibt's noch zu sagen? Bex Design Plus Hotel. Also ich bin begeistert. Ich bin gestern Abend angekommen, wurde richtig lieb empfangen. Hab hier direkt die Leute vor Ort, den General Manager und auch die Guest Relations getroffen. Die haben mich sehr nett in Empfang genommen. Das hier ist die super stylisch eingerichtete Lobby. Überall große Bilder an der Wand. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich würde sagen, wir widmen uns erstmal dem Zimmer. Wir haben die 201 und die ist hier. Hier sieht man es auch, super stylisch. Alles so ein bisschen im Style eines Tresors. Denn, vielleicht wissen es nicht alle, dieses Hotel war früher mal eine Bank. Und das Restaurant unten, was wir später noch sehen, ist Tatsache in dem alten Tresorraum reingebaut. Ja, das sehen wir dann noch. Jetzt erstmal das Hotel. So, das Zimmer. Auf geht's. Also, ein großer Flatscreen ist hier Standardausführung. Es gibt ein super gemütliches Bett. Ich persönlich bin Fan von einer harten Matratze und genau das findet man hier auch. Ich bin ein bisschen schwererer Typ, deswegen so ganz weich mag ich es nicht. Aber die Matratze, die hat mich wirklich überzeugt. Beide, auch die Lücke in der Mitte, stört mich gar nicht. Jetzt schauen wir mal hier. Und was heraussticht, ist auf jeden Fall das Badezimmer. Super stylisch, goldenes Waschbecken. Also das findet man auch nicht überall. Gefällt mir persönlich sehr gut.
Natürlich auch alles dabei, Duschgel, Conditioner. Die Handtücher sind super, richtig groß und flauschig, da kann man nichts sagen. Links befindet sich die super moderne Dusche mit Rainforest Duschkopf, also richtig schön breiter, weicher Wasserstrahl, da macht das Duschen doppelt Spaß. Ich persönlich bin großer Fan von dem Badezimmer, muss ich sagen. Hier rechts hinter dem Milchglas befindet sich die Toilette. Auch das barrierefreier Zugang, 1A. Und wie gesagt, ein super gemütliches Bett mit direktem Blick auf den Fernseher. Ja, der Tresor befindet sich hinter diesem Tresorschrank. Ich kann da gleich mal reinschauen. Was gibt's denn da? Ja, noch zwei Decken und eben der Safe. Na gut, alles da, würde ich sagen. Habe ich noch was vergessen? Staumöglichkeiten sind auch da. Kleiner Schreibtisch noch. Spiegel. Ja, ich würde sagen, großes, geräumiges Zimmer. Gefällt mir persönlich sehr gut. Hübsch eingerichtet. Geiler Style. Also, ich habe es hier sehr genossen, die erste Nacht. Und würde auf jeden Fall empfehlen, vorbeizukommen. Und ich persönlich würde auf jeden Fall auch wiederkommen. Frühstück hatte ich auch schon. Das war sehr herausragend. Ich habe schon sehr viele Frühstücks gedreht. Frühstücke, was ist eigentlich die Mehrzahl? Ich sag Frühstück. aber dieses hier wirklich geil. Auch für die Deutschen. Wir essen ja gerne Wurstaufschnitt. Ich zumindest. Davon gibt es eine breite Auswahl. Marmelade, Joghurt, Müsli, Ei-Spezialitäten, Omelettes, spanischer Wart. Alles Mögliche ist verfügbar. So, jetzt sind wir hier praktisch über der Lobby. Da sieht man auch super stylisch eingerichtet. Es gibt Skulpturen hier in der Lobby, gibt es noch eine kleine Bar, die jetzt leider gerade leer ist. Aber auch da kann man sich jederzeit einen Kaffee holen oder ein kaltes Getränk. So, ich laufe immer noch ein Stück rum. Hier noch so eine stylische Sitzecke. So sieht es hier eben aus. Auch hier kann man entspannen. So ein kleiner Garten hier im Innenhof. Gefällt mir persönlich sehr gut. Jetzt müssten wir noch einmal einen Stock nach unten. Das mache ich doch mal glatt. Schnellerweise über die Treppe. Schauen wir mal. Also Treppe gibt es auch. Für die Leute, die sich beim Treppensteigen fit halten wollen. Die können das gerne tun. Ich nehme eigentlich immer den Aufzug. So. Jetzt sind wir unten in der Lobby, wie man sehen kann. Natürlich ist auch das Wi-Fi inklusive. Es funktioniert im ganzen Haus und ist kostenlos. Man kann sich überall niederlassen und sich entspannen. Auch hier an der Decke. Da bleibt nichts dem Zufall überlassen. Alles super stylisch eingerichtet. Hier nochmal die Bar, die ich schon angesprochen hatte. Gefällt mir persönlich sehr gut. Da noch das Rezeptionspersonal und Guest Relations. Alles sehr liebe Leute, die einen hier wirklich nett empfangen. Und wir gehen jetzt mal runter ins Restaurant. Auch hier sieht man eine alte Tresortür. Da kann man gleich erkennen, dass das hier der Stil ist. Runter zum Restaurant. Geht's hier lang. Wunderbar, auf geht's. So, jetzt ist unten leider gerade kein Betrieb. Frühstück ist schon abgeräumt, es war schon spät. Frühstück gibt's von 7 bis 11. Für mich perfekt, habe ich heute Morgen direkt mal genutzt. Um 5 vor 11. Nee, Quatsch, ich war ein bisschen eher da. Aber wie gesagt, hola. So, so sieht's hier aus. Also ich würde sagen, das ist mal ein Frühstücksraum oder ein Restaurant der ganz anderen Sorte. Sowas habe ich persönlich auch noch nicht gesehen. Und wie versprochen, hier auf der rechten Seite befindet sich der alte Tresorraum. Und das hat man benutzt und hat da gar nicht viel dran gemacht, sondern die alte Tür drin gelassen und praktisch als Durchblick hier so eine Art Löcher reingemeißelt oder rausgemeißelt, wie man will. Und dann kann man hier drin morgens früh sein Frühstück genießen. Also wenn das mal nicht einzigartig ist, dann weiß ich es auch nicht. So was habe ich noch nicht gesehen.
Gefällt mir sehr gut. Und auch wenn man jetzt irgendwie denkt, man sitzt in einem Tresor, also die Atmosphäre hier, finde ich, ist super gemütlich, gerade morgens. Es ist eine leichte, gedeckte Stimmung, ist schön ruhig. Und man kann echt super entspannen, direkt nach dem Aufstehen, bevor man dann vielleicht Ausflüge angeht oder direkt zum Strand pilgert. Hier ist noch die Buffetzeile zu sehen. Ein paar kleine Snacks gibt es gerade. Und wie gesagt, der Service und das Personal, unglaublich freundlich, unglaublich zuvorkommend. Das macht wirklich Spaß hier. Und ich bin gerade mal einen Tag hier und schon komplett überzeugt. Also da brauche ich auch nichts erzählen, das ist einfach so. Da berichte ich letztlich einfach nur aus meiner Erfahrung. Ja, das ist das Restaurant. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, man kann hier einen guten Eindruck gewinnen. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir noch einmal nach oben. Schauen noch mal in der Lobby vorbei, bevor wir dann eigentlich schon am Ende sind des Rundgangs. Es ist ein City-Hotel. Der Strand wurde zum schönsten Stadtstrand Europas gewählt. Und deswegen findet man hier auch kaum Leute vor. Die haben sich nämlich alle genau in die Richtung aufgemacht. Wie gesagt, nicht allzu weit entfernt. So sieht's hier aus. Ja, kommen Sie vorbei. Ich kann es nur empfehlen. Super entspanntes Haus, super stylisch, die Qualität stimmt, der Service ist der Hammer, der Ausblick ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles nennen soll. Es gibt eigentlich nur Argumente dafür. Definitiv. So, das war's leider auch schon. Das Bex Design Plus Hotel in Las Palmas auf Gran Canaria. Unsere Kanarenwoche hat gerade erst begonnen und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, euch die besten Angebote zu präsentieren die nächsten Tage. Als nächstes sehen wir uns vom Strand. Ich zeige euch die Promenade, ich zeige euch, wie schnell man da hinkommt, ich zeige euch, wie schön das ist, ich zeige euch, was alles zu tun gibt und ich habe auch noch Verstärkung. Wir werden euch einiges zeigen und zwar sehr viel. Also dranbleiben, erkundigt euch, wann die nächsten Schalten sind. Bleibt dran, ich freue mich über jeden Zuschauer. Mir ist ein bisschen warm geworden jetzt. Ich sag mal Tschüss aus dem Design Plus Hotel. Schönen Tag, bis später.